Und ich lade mich mit Feuerwerkskörpern auf. Interessant, passt. Connect, ach, das kann man zu zweit spielen. Sehe ich jetzt erst. Seht ihr da oben Connect Controller? Das ist eigentlich, gar nicht mal so schlecht. Booms! Okay, Bauschuss, der hat's drauf. Dam, dam, dam. Ah, ich bin schon voll, okay. Was ist L1? Ach so, L1 ist das, okay. Für den Fernkampf ist das auf jeden Fall sinnvoll. Mhm, mhm. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen, so ein Biermoped. Bitte zählst du den 75 dazu. Natürlich nicht. Ist ja klar. Scheiße. Huch. Jetzt gehst du wieder rein, ne? Nee. Okay. Ist jetzt wieder reingegangen? Okay, der zweite nicht. Also, dann machst du das? Bleib mir da drauf stehen, Junge! Ich bitte dich. Oh, die müssen erst. Sind das Brüste? Seht ihr das da? Links daneben? Das sind ja Megatitten, oder? Oder sehe ich da. Oder spielt mein Verstand wieder Streiche? Wie soll das funktionieren? Okay, dann wahrscheinlich muss man den ersten. Ja, okay. Weil er mich hier oben nicht hinfolgen kann, denke ich mal. Muss ich das so machen. Hui! Yo. Was? Press X to jump and press and hold. Ah, okay. Aber ich bin doch noch gar nicht super bad. Ui. Huch. Okay. Die andere Seite auch? Okay, super. Das ist okay, ich brauche dich gerade. Geh doch bitte da runter! Mein Gott. Die Kamera ist hier schon ein bisschen störrisch. Bleib doch mal geschmeidig. Huch! Remember, people, we came to this museum to steal, not learn. Don't look at any of the displays. Stay focused. Come on, let's get out of here and find a situation where my new superpowers could be useful. I think Lenny needs help moving. Dude's got a huge futon. Wait, maybe I should stop the bullies from robbing the museum. Well, you're the Dark Avenger of the night. Tja, ja. Nur für seine Wall Surfaces that Bart can climb, okay? Hier zum Beispiel. Das sieht ja schon mal verdächtig da aus, ne? Hier mit den ganzen Ranken und so. Hui! Hui! Kostet mich das eigentlich Energie oder so? Nee, ne? Ah, das ist gut. Das heißt, man kann eigentlich das immer machen, wenn man will. Also, das haben wir zumindest bei dem Humor sah mir das anders aus. So, okay, machen wir einmal geschmeidig. Auch 6 Stück davon. Da zum Beispiel, das ist auch hier, ne? Kugelmäßig. Da kann ich doch bestimmt durchbrechen. Kann ich hier noch einmal schön lang klettern? Hui! Also auf jeden Fall ziemlich vielseitig mit ganz coolen Ideen. Auch mit dem Witz, wie wir gerade schon gesehen haben. Less boring Egyptian Artifacts. Okay. Sauber! Was ist das? Ah, okay, ich verstehe. Ah, das sind sie, okay. Ach, Klischee, weil das in jedem Videospiel schon vorher zu sehen war. Ich verstehe. It takes two losers to make these work. Okay. Haben wir geschafft. Nein! Ich möchte noch nicht hin. Hey, Bartman! You ever dance with the devil in the pale moonlight? I bet not! Scheiße. Ich wollte eigentlich unten nochmal lang gehen. Achso, man kann Kombos machen. Talente Power Combo, oder muss ich das mit dem machen? Bum, bum! Verstehe ich noch nicht so ganz. Der ist viel besser als ich! Mann! Was soll das?
Sollen wir da hochklettern, wenn das funktioniert? Oh, ich glaube, ich gehe erstmal zurück. Hier so rein. Steht da? Orb of Isis. Ja, die kennen wir auch. Ist eigentlich eine Spieluhr. Ha, guck mal. Schön. Wo ist er? Da. Ist auch aus einer Simpsons-Folge. Da hat Lisa verzweifelt versucht, eben ins Museum zu kommen. Hat sich total verfahren mit dem Bus, weil keiner Bock hatte, sie da hinzubringen. War das so? Ich glaube schon. Und dann sind Lisa und Huma ins Museum eingebrochen und haben dann festgestellt, oho, okay. Trotz der Sicherungsvorschriften haben sie es einfach mal angefasst und haben herausgefunden, es ist nur eine Spieluhr. Ja, die alten Folgen kenne ich noch. Use your butter to solve puzzles. Okay. Was soll ich denn jetzt hier? Ups. Ah, okay. Alles klar. Danke. Bleib bitte da stehen. Hey, it's those bones. Flanders said God planted in the ground to fool us. Ich überlege, ob hier noch irgendwas ist. Ich würde mir gerne die Bilder nochmal angucken. Hui. Also. Oh, du bist doch wirklich ein bisschen doof, ne? Ja gut, gucken wir uns doch gerade mal eben kurz die Bilder an. Finde ich ganz cool. Was ist das? Eine Pyramide? Schön. Ein Kung-Fu-Dinosaurier? Ja, okay, die wiederholen sich, die Bilder. Ja, tut mir leid, ich muss mir sowas einfach angucken. Gerade bei Simpsons, da gibt es so viel Scheiße, die hier verstecken. Warum kann ich das Ding rumtreten? Ich glaube, ich trete die anderen auch mal lieber rum, weil da kann man sich ja immer irgendwo was hinter verbergen. Möglicherweise. Offensichtlich hier aber nicht. Mach kaputt das Ding! Und den letzten! Ja, okay. Huch! Was hab ich denn da jetzt kaputt gemacht? Die gehen alle kaputt, die Sachen! Ach, hier ist Energie für uns drin. Ah, okay. Mach das Ding kaputt. Mach das Ding kaputt. Mach das Ding kaputt. Die explodieren einfach nach einer Zeit. Aber die laufen hier ein bisschen lahmarschig, finde ich. Ist das was zu essen oder ist das was? Ja, es war was für ein Bart, glaube ich. Okay. Ja, komm. Profi Schüsse. Oh, meine Nase juckt. Gut, dann ist Bart wahrscheinlich auf sich alleine gestellt. Offensichtlich. Oh, du wirst auch ruhig mal hochgehen können. Der soll da bloß stehen bleiben, ne? Ich find's auch cooler, wenn ich ihm Befehle geben könnte, so von wegen, bleib da mal bitte stehen, ne? So wie bei Abe halt. Das wäre schön. Aber so wird's offensichtlich auch funktionieren. Hoi! Nein! Ich hab den Sprung nicht geschafft. Wie erbärmlich das doch ist. Oh Mann. Ja, komm. Jo! Sprüche sind halt Simpsons typisch gut. Hui, ha, jetzt aber! Sauber. Okay. Ich versuche auf den Flugzeug zu landen. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Wenn Herbivores attack. Ich schätze mal, das sind die Pflanzenfresser. Darf ich in Lava fallen? Die, Motherfucker! Das ist die Power-Attacke, okay. Wieso kannst du blocken? Bums! Erinnert auch so ein bisschen an das Simpsons Arcade Game. Wie kommst du denn hier rein, sag mal? Okay, da darf ich rein, das ist gut. Was passiert hier? Bart can ride up waves, press X to jump and press and hold. Okay. Mit dem Cape einfach nur. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Ist auch wieder das Eye of Isis oder Orb of Isis. Den Hunden ist es wahrscheinlich nachempfunden, ne? So ein bisschen, das Kartenspiel. Oh, ich will da hoch. Was steht da? Ah, Squid Rules. Okay. Kaputt, das Ding! Ah, ist da leider nichts hinter. Früher im Bavaria Filmpark war es auch so ähnlich. Da gab es auch immer so eine Dinosaurier-Ausstellung. So aus Stein. Und ich hatte so ein bisschen Angst früher vor den Viechern, weil die so groß waren. Ich glaube, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich vor großen Sachen Angst hatte.
Hui! Ui, ui, was zum Teufel? Okay. Ah, okay, ich kann das selbst steuern, das ist super. Da ist aber nichts mehr. Darf ich einmal hier hin? Hui! Wie? Ach, einfach unten zeigen. Was? Ich wurde da weggeglitscht. Habt ihr das gesehen? Ich wäre eigentlich drauf gelandet. Leck mich. Och, Manno. Egal. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die Untertitel jetzt funktionieren. Boings, boings. Na, ganz ehrlich, vom allerersten Eindruck her ist das Spiel eigentlich ganz cool. Halt auch wegen der Eigenschaften, Anspielung und so ein Kram. Und was ist das jetzt? Was soll ich jetzt hier tun? Ah, okay. Bounce, puff. Da muss ich auf jeden Fall auch mal Ausschau nachhalten, ob es hier noch irgendwelche Ziele gibt, die ich abschießen kann. Die ich jetzt nämlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Huma! Alter! Lass ihn in Ruhe, ihr Schweine! Kam die hier rausgerannt, oder was? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Sideshow Bob! Nee, nicht Sideshow Bob, Sideshow Mel. Ein Heiligenschein? Kommen die überall her? Was ist das? Zap the Past. Robobart. Bart is temporarily stronger and invincible. Fire his lasers at enemies and through glass. Achso, okay. Booms. Ah, ist cool. Nein! Ich will es nochmal holen, bitte. Ihr Schweine! Komm, mach einfach die ganzen Ziele kaputt. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden, was ich hier tun muss. Ach so! Ah, okay. Alles klar. Gut, also immer da, wo der steht, einfach die Zielscheibe kaputt machen. Aber irgendwie möchte er nicht darauf zielen. Das heißt, ich brauche den Robobart dafür. Ach, guck mal, hier ist aber auch einer. Wundervoll. Nein. Ja. Wo soll der denn jetzt hin? Achso, ich darf schon weitergehen. Komm! Mach den kaputt! Ah, hier gibt's aber tausend davon, ne? So, sind wir in den Indianer-Spürkes-Sache. Ich verstehe nicht so genau. Achso, ich muss erstmal die Brücke aktivieren, damit er dahin weitergehen kann. Ja, okay. Okay, Switch-Tages habe ich schon rausgefunden. Muss man einfach nochmal neu holen. Warte, das gucke ich mir gleich an. Das sieht eigentlich auch ganz lustig aus. Da hinten das Bild. Okay. Das meine ich nicht. Mein Gott! Xena! Die sind alle so behaart, alle mit dem Schnäuzer. Finde ich gut. Oh mein Gott! Die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. So kann ich sie nicht anvisieren, offensichtlich. Aber ich habe unsere Energie, die lädt sich immer wieder auf, okay. Das klingt schon mal verheißungsvoll. So, wo ist der Arsch jetzt? So, bleib hier! Nein! Komm! Scheiße, wo ist der Nächste? Ich glaube, wir sind gleich schon mit dem fertig soweit. Weil ich glaube, weitergehen kann er nicht. In weitere Kulissen. Oder er geht gleich wieder zurück. Ich will da rein. Ach so, es ist TNT. Oh, Mann.